Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020, nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen, auch die tibetischen Astrologen, sie berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat, das nennt man Präzession. Und weil sie das anderes berechnen, ist es auch ein anderes Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Hanilia, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du hier siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Und auf diesem Bild, auf ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts, aber gar nichts. Weil das zeigt die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist wie ein Momentaufnahme. Das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist dein Seelenplan. Das ist der Weg, was deine Seele ausgesucht hat. In dem Lebensbereich, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, diese Lebensbereiche sind für dich wichtig. Das ist die Kindheit und Kinder, aber auch deine Kreativität. Dann ist wichtig die Partnerschaft, ist wichtig Auslandreisen und Spiritualität. Dann ist wichtig, dass du deine Ziele erreichst, dass du Ansehen bekommst, dass du deine Berufung lebst. Dann sind Freundschaften für dich wichtig und auch deine Wünsche, Bedürfnisse und die Geheimnisse und auch karmischen Themen. Und wie ich schon sagte, in diesem Bild ändert sich nichts. Was sich aber verändert, das bist du. Und du machst 7 Jahre Perioden in dein Leben, deine Lebensschritte nennt man das. Und du bist gerade im Periode in dieser Lebensphase, die Tierkreis zeichnen Stier. Und das kannst du so vorstellen, dass alle 7 Jahre ändert sich etwas. Und hier beginnt das bei Aszendent und machst diese Bewegung und hast du eine andere, du hast dann in diesen Lebensphasen andere Themen oder anderen Eindrücke oder Einflüsse. Und das ist gerade die Tierkreiszeichen Stier. Und das heißt, es verläuft etwas ruhiger, gemütlicher. Du kümmerst auch um Besitz oder möchtest etwas befestigen. Du neigst dazu, etwas festhalten. Du neigst dazu, zur Zeit unbeweglich zu sein. Drückst dich davon, dein Leben etwas verändern. Das könnte natürlich auch eine Auswirkung sein. Und wenn du erreichst die 42. Lebensjahr, dann übergehst in die Zwillingsperiode, dann hast du mehr Leichtigkeit, mehr Kontakte, du lernst was Neues, da bewegt sich dann einiges in dein Leben. Nun, Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch, wobei bei Sonnenbewegung muss ich das schon beschreiben, wie das in Wirklichkeit ist. Die Erde macht die Bewegung, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und so sprechen wir auch, Sonnenbewegung. Planet heißt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Ich beginne mit Pluto. Pluto ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem.
Pluto bewegt sich zurzeit nach indischen Astrologie in der Tierkreiszeichen Schütze. Und das hat jetzt einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Pluto zeigt, erstens liebt auch die Intimität. Pluto hat einen Bezug zur Sexualität. Außerdem, Pluto belehrt dich, verabschiede von alles, was dich stört. Und so bleibst in deiner inneren Kraft. Und mit dieser inneren Kraft beherrschst du dein Leben, beherrschst deine Gedanken, beherrschst du auch deine Gefühle. Neptun bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Neptun zeigt Kreativität, lässt uns inspirieren und zeigt unseren Träume. Wenn wir unseren Träume leben, dann haben wir hier wie ein Wunder, so wirkt dann Neptun. Wenn wir aber das aufgeben oder fangen wir anderen zum Zweifeln, dann fehlt etwas, dann sind wir unzufrieden und dann kann das sogar ein Albtraum sein. Aber mal grundsätzlich, dieser Planet ist wundervoll, wundervoll. Und diese Kraft sollen wir mal bei Neptun entdecken. Und da lernst du wirklich deine Träume ernst nehmen. Das ist wirklich wie eine Schule, die Lebensschule. Aber achte darauf, dass dich nicht deine Verwandte oder Bekannte dir nicht irgendetwas erzählen, was vielleicht die Halbwahrheit ist, weil so kann diese Neptun-Energie auch täuschen. Aber das kommt nicht von Neptun, sondern dass diese Energie anders umgesetzt wird. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und das ist hier im Widder. Das kann bei deinen Kindern sein oder du arbeitest an die inneren Kind oder entdeckst du deine Kreativität und fangst an, dein Leben schöpferisch gestalten und genießt diese Lebensfreude. Das verändert Uranus auch. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma und belehrt uns. Saturn hilft auch, etwas in Form zu bringen, etwas befestigen. Bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und das, was bei dir gerade geformt ist, das kann sogar passieren, dass dein Aussehen auch ändert zur Zeit. Aber bringt deine Persönlichkeit in Ausdruck, das bringst du gerade in Form. Natürlich kann Saturn auch einschränken, weil belehrt uns. Und genau das ist gerade deine Lernaufgabe, zu dir selbst stehen und zu deiner Persönlichkeit, so wie du bist. Jupiter befindet sich auch im Schütze. Jupiter bringt Glück, aber vergrößert etwas. Das kann natürlich dein Glanz sein, dass du besser wahrgenommen bist, aber ist auch möglich, dass etwas zunimmt im Körpergewicht oder Schwangerschaft, kann Jupiter auch auslösen. Mars setzt etwas in Bewegung, zeigt Kraft. Mars ist im April 2019 in Tierkreiszeichen Stier. Und das bedeutet, du setzt dich durch im Arbeit oder brauchst viel Kraft gerade. Oder kann auch bedeuten, dass du in diesem Bereich Kontakt hast mit einer männlichen Person. Das kann auch sein Arbeit sein. Venus ist die weibliche Energie, das zeigt dich als Frau, aber hat einen Bezug zu Kunst, Kreativität. Und Venus ist die Liebesplanet und alles, was schön ist, Venus, und bringt alles in Harmonie,
kann natürlich bei dieser Bewegung auch etwas auslösen, dass du Kontakt hast zu einer Frau oder mehreren Frauen. Venus ist im Wassermann. Und das kann bedeuten, dass du Kontakt hast bei Verwandten zu einer weiblichen Person oder du lernst etwas von einer Frau. Aber kann auch bedeuten, dass deine Weiblichkeit wahrgenommen ist in deiner vertrauten Umgebung. Merkur ist auch im Wassermann und das zeigt entweder Gesprächen oder Verträgen oder dass du lernst etwas. Sonne zeigt die Monatsthema, beleuchtet etwas und das ist hier in Fischen und das ist eine Wohnsituation. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst wird und das hat auch einen Sinn, weil wir sollen nicht zu stürmisch handeln, sondern langsam, langsam. Oder wir sollen etwas überprüfen. Rückläufigkeit löst manchmal karmische Themen aus oder Themen von Vergangenheit. Ab 11. April ist Jupiter rückläufig hier. Und das bedeutet, sei eher zurückhaltend. Du hast vielleicht die Bedürfnis zum Geltung kommen, dass du wahrgenommen bist, aber die ganze Geheimnis liegt daran, wenn du etwas zurückhaltend bist, das bringt dir mehr Glanz zur Zeit und mehr Glück. 25. April wird Pluto rückläufig. Hat auch mit deiner Persönlichkeit was zu tun, vielleicht karmischen Themen, karmischen Begegnungen. Und diese Rückläufigkeit bei Pluto ist die Nachdenklichkeit, von was sollst du verabschieden, was stört dich im Leben. Das kann Gewohnheiten sein, das kann Denkmuster sein, das kann Gefühle sein, das kann auch Gegenstände sein oder Kontakten sein oder Gefühle wie Angst. 30. April wird aber Saturn auch rückläufig und das bedeutet, es wird in dein Schicksal was ändern, das kommt am September, aber sei jetzt geduldig, es ist noch nicht so weit, vielleicht hast du was vor, was zum Verändern, aber überprüf noch etwas, arbeite noch an deiner Persönlichkeit, du brauchst diese Zeit für dich. Jetzt die Mondpositionen. 19. April ist Vollmond im Waage. Ein Vollmond beleuchtet etwas und zeigt die Lebensbereich, bei dir hier die Waage, deine Hoffnungen und Wünsche und Freundschaften. Schau genau hin, das ist gerade dir wichtig. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in einer Spannung stehen, was wir auch spüren. Und wir brauchen die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Und weil das alles Unsicherheit auslöst oder Nervosität auslöst oder Unruhe auslöst, dann sollen wir darauf achten. Und das trifft hier im Steinbock deine Finanzen. Und in diesem Tag ist nicht gut, etwas kaufen oder investieren oder einen Vertrag unterschreiben, was mit Geld zu tun hat. Mai 2019, Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion. Und hier zeigt dir karmischen Themen, zeigt die Geheimnisse des Lebens und dieses tiefes Wissen in dir sollst du entdecken. Sonne übergeht in Tierkreiszeichen wieder. Also das ist richtig, Sonne ist im Widder.
Die Monatsthema ist Kinder, dein inneren Kind, die Erinnerungen, deine schöpferische Kraft und Lebensfreude. Merkur und Venus ist in Tierkreiszeichen Fischen. Das hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Mit Venus-Energie verschönerst etwas. Mit Merkur-Energie kann bedeuten, dass du genießt dein Zuhause und lernst etwas oder liest du ein Buch. Kann auch auslösen, dass du einen Vertrag unterschreibst mit einer Frau. Oder dass du einen Vertrag unterschreibst und gleichzeitig verbesserst deine Wohnsituation. 4. Mai ist Neumond im Widder. Hier, Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Und das brauchst du in diesem Tag. Nachdenklich sein über Kinder oder über deine Kindheit oder dein inneren Kind stärken. Oder was möchtest du gestalten in dein Leben? 12. Mai ist Halbmond im Krebs, Unsicherheit, Spannung und das ist Thema Loslassen. Man muss nicht immer alles loslassen, das meine ich nicht damit, nur das, was stört im Leben und du neigst dazu, in diesem Tag etwas doch festzuhalten. Weil hier im 8. Lebensbereich sind auch Themen wie erbschaftliche Situation oder ämtliche Themen wie Finanzamt, Banken, Versicherungen, Investitionen. Und das kann unangenehm sein. Und in diesem Tag würde ich auf jeden Fall keinen Termin ausmachen. 18. Mai ist Vollmond im Waage, beleuchtet deine Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen und Freundschaften. Dann hast du die Klarheit. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, trifft wieder die Werte und Finanzen. Juni. Mars übergeht in Zwillinge. Merkur und die Sonne ist im Stier. Und Venus ist im Widder. Venus hier im Widder im 5. Lebensbereich, entweder Kinder, und das ist weiblich die Verbindung, oder du hast die schönen Erinnerungen an deine Kindheit, oder du lebst deine Kreativität oder die Leidenschaft in die Liebe. Mars ist auch im 7. Lebensbereich, was die Partnerschaft betrifft, und der Mars ist der Mann. Sonne und Merkur im 6. Lebensbereich bedeutet entweder Gesprächen in Arbeit, etwas klärt sich auf oder hast du einen Vertrag, das ist auch möglich. Es passiert etwas sehr Wichtiges am Juni 2019. Rahu und Ketu bewegt sich auch. Hier in diesem Bild zeigt sich, wo Ketu und Rahu in dein Geburtshoroskop ist. Ketu hier im Steinbock im 2. Lebensbereich, Rahu im Krebs im 8. Lebensbereich. Aber die bewegen sich auch und zurzeit bewegt sich Ketu, diese absteigende Mondknoten, hier im Schütze. Und Rahu bewegt sich zurzeit hier in Zwillinge. Ich verändere das. Also hier diese Position, was du gerade siehst, betrifft dein Geburtshoroskop, ja. Aber die Bewegung, was man Transit nennt, diese Transitbewegung, bewegt sich Ketu hier im Schütze
Ich setze das mal hier, dann ist es auch sichtbar. Und Rahu bewegt sich zurzeit in Zwillinge. Also das hat jetzt mit deinem Geburtshoroskop nichts zu tun, sondern das ist die momentane Bewegung. Und momentan ist gut gesagt, die bleiben ganzes Jahr und nächstes Jahr auch noch. Ketu im Schütze, Rahu in den Zwillinge, also die bleiben längere Zeit. Und hier bei Schütze passiert am Juni etwas sehr Wichtiges. Dieser absteigende Mondknoten, was die alten karmischen Themen aktiviert, und Saturn, der Hüter der Karma, wo gerade rückläufig ist und hat mit Vergangenheit was zu tun, und Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Die drei bilden sich am Juni 2019 eine sogenannte Konjunktion, und das heißt, sie treffen sich. Mit anderen Worten, Saturn und Pluto befinden sich in diesem Knoten. Und sie wirken auch zusammen und aktiviert karmische Themen, und das trifft deine Persönlichkeit, dass du vieles auflöst von Vergangenheit, dass endlich deine Persönlichkeit ins Geltung kommt. Aber Rückläufigkeit, ich würde eher sagen, dass eine gewisse Distanz, Zurückhaltung bringt in deine Persönlichkeit in diesem Zeitpunkt mehr Vorteile. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Hier Neptun. Und das natürlich auch karmischen Themen, aber du hast auch Talente, Fähigkeiten. Das entdeckst du auch zurzeit. 3. Juni ist Neumond im Stier. Und das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit über deinen Alltag, über deine Pflichten, wie kannst du das alles bewältigen, über deinen Gesundheitszustand und Nachdenklichkeit über deine berufliche Situation. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, eine gewisse Spannung, Unsicherheit bei Reisen, Auslandskontakte. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, da kommt etwas ins Licht, was eigentlich Geheimnis ist. Oder du siehst etwas klar und deutlich, die Geheimnisse des Lebens oder die Ursache an etwas. 25. Juni ist Halbmond in Fischen und das trifft deine Wohnsituation. Das kann bedeuten, dass das alles so hektisch ist und es ist besser, wenn du zu Hause bleibst und dich erholst. Da passieren nicht immer schicksalhafte Veränderungen. Kann auch eine kleine Reparatur sein im Haus. Juli 2019 Mars und Merkur ist im Krebs. Sonne und Venus ist im Zwillinge. Mars und Merkur kann bedeuten, dass du Termine hast oder Verträge und setzt du dich ein oder die Verbindung ist zu einer männlichen Person. Kann auch bedeuten, dass dieser Mann eine Auswirkung hat auf dein Leben, auf dein Liebesleben und du lernst du gerade. Merkur belehrt dich auch, vieles loslassen wie Angst oder Unsicherheit und mehr Zugang zu Intimität.
Sonne und Venus ist im siebten Lebensbereich aktiviert, dein Liebesleben. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Und das kann auslösen, dass ein Mann, Mars ist auch da, meldet sich von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Und das bedeutet entweder, dass du mit deinem Partner zurückziehst und ihr möchtet mal alleine sein oder Nachdenklichkeit über die Partnerschaft. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau und Jungfrau ist hier ganz oben, wo die Krone ist. Und das löst solchen Gefühlen aus, dass du fühlst dich übersehen, bekommst du diese Anerkennung nicht, was du verdient hast, was du wünschst auch, oder Unsicherheit in die Arbeit oder die Richtung, soll ich nicht. Das kann auslösen. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis hier im Schütze. Da werden karmische Themen beleuchten. Und 25. Juli ist Halbmond im Fische. Das ist dasselbe wie letzten Monat auch. August 2019. Merkur ist in Zwillingen. War rückläufig und das ist ein Hinweis, dass eine männliche Person kehrt wieder zurück. Du bekommst eine Nachricht. Sonne, Mars und Venus ist hier im Krebs. Und das löst auch aus, entweder Thema Liebe, Partnerschaft, dass du einiges loslassen sollst, auch von deinen Gefühlen wie Angst und auch die Sexualität genießen. Im 8. Lebensbereich wird diese Thematik auch angesprochen. Oder hast du ämtlichen Terminen oder Verträgen, aber weil Mars und Venus hier ist, es handelt sich nach meiner Meinung nach um die Liebe Partnerschaft. Und Merkur ist im siebten Lebensbereich. 1. August ist Neumond im Krebs. Das ist die Nachdenklichkeit auch. 7. oder Rückzug kann auch bedeuten. Rückzug. 7. August ist Halbmond im Waage. Und hier liegen die Unsicherheiten. Und das kann bedeuten, dass du Wünsche hast, Sehnsüchte hast, Hoffnungen hast und in diesem Tag zweifelst du daran oder neigst dazu, das Aufgeben oder löst aus Spannung im Freundeskreis. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Das wird beleuchtet, die Werte, Wertschätzung, Finanzen. 23. August ist Halbmond im Widder und das ist hier entweder Spannung mit Kindern oder kommen die Erinnerungen von Kindheit und löst Unsicherheit aus oder du möchtest das Leben genießen, schön gestalten, aber du traust es nicht zu oder bist dabei, das zum Aufgeben. 30. August ist Neumond im Löwe, hier, das kann mit Reisen was zu tun oder mit Spiritualität und wird von Regulus bestrahlt und Regulus ist ein königlicher Stern, Regulus ist der Stern der Könige und das Herz der Löwen und das Herz ist ein Schatztruhe, da sind die Herzensangelegenheiten und bei diesem Neumond sollen wir diese Reise machen zu unserem Herz und mal schauen, was da drin ist in unserem Herzen, was ist da geschrieben, was lieben wir und das aktivieren, das Leben. September
2019. Mars und Venus, Sonne und Merkur ist alles hier im Löwe. Thema ist Reisen, Auslandskontakte oder Spiritualität wird hier aktiviert und 19. September wird Saturn direktläufig, ändert sich die Richtung, trifft dich persönlich, endlich passiert was, geht alles voran. 6. September ist Halbmond in Skorpion und dieser Halbmond löst auch Unsicherheit oder Nervosität, ist besser, wenn du zurückhaltend bist, zur Ruhe kommst. 14. September ist Vollmond im Wassermann, da klärt sich etwas auf oder du lernst etwas, wird das irgendwie wie Schuppen aus den Augen kommen die Erkenntnisse. 22. September ist Halbmond im Stier. Entweder Spannung in die Arbeit oder wenn das um Gesundheit geht, dann sollst du darauf achten, dass du im inneren Gleichgewicht, in inneren Ruhe bleibst. 28. September ist Neumond im Löwe. Nachdenklichkeit über eine Reise oder spirituelle Richtung. Oktober. Merkur ist im Waage. Gespräche im Freundeskreis oder ein Vertrag in einer Gruppe von Menschen. Das kann auch ein Verein sein. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Und das bedeutet, du als Frau kommst ins Geltung, hast Themen Liebe, Partnerschaft und das entspricht auch deinen Wünschen. Außerdem ändert sich etwas beruflich oder bekommst du mehr Anerkennung und Ansehen. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Das zeigt eine gewisse Unsicherheit, ein unsicheres Auftreten. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, beleuchtet deine Wohnsituation. Oder du räumst auf und dann ist vieles sichtbar und klarer zu Hause. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillinge, bist unsicher, was die Partnerschaft betrifft oder habt ihr Spannung. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, sei zurückhaltend, kommst vielmehr ins Geltung oder nachdenklich sein, wo liegt deine Berufung, was sind deine Ziele. November. Mars bleibt noch im Jungfrau und das bedeutet, du setzt dich ein für deine Ziele oder hast viel zu tun beruflich, aber kann auch eine männliche Person sein, die dich dabei unterstützt. Sonne ist im Waage. Monatsthema sind deine Wünsche, deine Hoffnungen und Freundschaften. Und Merkur, Venus ist in Skorpion. Und dieser Merkur-Venus hier im 12. Lebensbereich löst Themen aus. Dass eine Frau erzählt ihre Geheimnisse. Kann auch auslösen, dass eine Frau möchte deine Geheimnisse erfahren. Es kann auch Gespräche sein über Liebe, aber das ist auch so Geheimhaltung. Aber wenn das um geheime
Feinde geht, dann ist möglich, dass eine Frau über dich redet hinter deinem Rücken. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Und das kann mit der Vergangenheit was zu tun, gerade die Themengespräche über die Liebe oder dass eine Frau erzählt Geheimnisse oder redet über dich. Das hat mit Vergangenheit was zu tun oder dass du diese Frau kennst von früher. 21. November wird dann Merkur direktläufig, also ändert die Richtung. 28. November wird Neptun direktläufig hier und bis dahin hast du vieles gelernt über deine Träume, über deine Sehnsüchte und hast entdeckt bei dieser rückläufigen Phase deine Kreativität und jetzt dreht sich die Richtung, jetzt kannst du das verwirklichen im Tat umsetzen. 4. November ist Halbmond im Steinbock, das trifft die Werte und Finanzen. Achte darauf, dass du nichts kaufst, nichts investierst, nichts unterschreibst, was mit Finanzen was zu tun hat. 12. November ist Vollmond im Widder, beleuchtet Themen Kindheit, Lebensfreude, Kreativität. 19. November ist Halbmond im Krebs. Entweder willst du was festhalten, sollst du aber davon verabschieden oder endlichen Themen keinen Termin ausmachen in diesem Tag. 26. November ist Neumond im Waage. Rückzug von Freunden, Nachdenklichkeit auch. Wem kannst du vertrauen, wem kannst du nicht vertrauen und nachdenklich sein über deine Träume und Hoffnungen. Dezember Jupiter übergeht die Schütze und bleibt ein ganzes Jahr hier und das wirkt auf deine Persönlichkeit und bringt Glück in dein persönliches Leben. Sonne ist im Skorpion, öffnet deine Augen auf die Geheimnisse oder die Wahrheit kommt ins Licht. Venus ist auch im Schütze. Du bist als Frau wahrgenommen oder hast du Glück in die Liebe? Und Mars und Merkur ist im Waage. Mars, Merkur hier im Waage, Gespräche mit einer männlichen Person oder deine Hoffnung ist die Liebe, Partnerschaft. Und du möchtest gerne von diesem Mann was zum Hören und kommt auch Nachricht oder Gesprächen, das zeigt hier Merkur-Energie. Oder Themen wie Freundschaften, Gesprächen, deine Kraft da einsetzen für jemand oder Verbindung zum einen männlichen Person. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann und es ist Spannung mit deinen Verwandten, Bekannten. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, wird Thema Arbeit, Gesundheit beleuchtet. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, das ist die Spannung auf Reisen oder orientierst dich neu, spirituell oder bist unsicher, soll ich in diese Richtung was machen oder lieber nicht. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Sei nachdenklich, was könnte es verändern in dein Aussehen, dein Auftreten, in deiner Persönlichkeit oder sei einfach zurückhaltend. Januar 2020. Mars übergeht in Skorpion und das bedeutet entweder
Du hast Geheimnisse mit einem Mann oder dass ein Mann erzählt seine Geheimnisse, kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und du musst jetzt Kraft zeigen. Oder schlicht einfach, dass du müde bist, erschöpft und brauchst Kraft, dann sei zurückhaltend, zieh dich zurück. 12. Lebensbereich zeigt auch Rückzug. Sonne und Merkur ist im Schütze. Da kannst du mit wichtigen Gesprächen rechnen. Monatsthema ist deine Persönlichkeit. Und Venus ist im Steinbock. Das kann dir Glück bringen in Finanzen oder kann auslösen, dass du Geld bekommst für eine kreative Arbeit oder von einer Frau. Kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Kann auch bedeuten, dass deine Weiblichkeit wird gelobt und bekommst du Komplimente und das stärkt dein Selbstwertgefühl. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock. Themen sind Werte, Selbstwertgefühl, Finanzen. Das ist die Monatsthema. Und Merkur, Venus ist im Wassermann. Kontakte zu einer Frau im Bekanntenkreis oder bei Verwandten. Oder dass du lernst etwas von einer Frau oder lernst etwas und das ist sehr kreativ. März 2020. Pluto und Saturn übergeht im Steinbock und die bleiben ziemlich lange hier im Steinbock. Saturn etwa 2 Jahre lang, Pluto noch länger. Aktiviert bei dir Themen und hier hast ursprünglich karmische Themen, Vergangenheit und da lernst du. Und Saturn hat auch mit deinem Schicksal, mit deinem Karma was zu tun, zu deinen Werten stehen und verlangst diese Wertschätzung und kümmerst um die Finanzen. Sonne und Merkur ist im Wassermann und das sind Gespräche mit Verwandten, Bekannten, kann auch bedeuten, besonders bei Merkur-Energie, hier bei 3. Lebensbereich, dass du Ausbildung anbietest oder du lernst etwas, Austausch, das Wissen. Venus ist im Widder. Das zeigt Lebensfreude in die Liebe, Partnerschaft oder Kreativität. Und Mars ist im Schütze. Und das zeigt, dass du Kraft zeigst, dass du dich durchsetzt oder dass du Sport, Bewegung hast in deinem Leben oder eine männliche Person hat einen großen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Liebe Hanilia, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.